Milde 15 Grad, bunte Blätter an den Bäumen und ein laues Herbstlüftchen. So sieht es draußen vor der Tür aus. Aber sobald Sie Ihren Fuß hier in die Halle 22 setzen, ist das alles vergessen. Denn hier ist schon richtig Weihnachten. Dekotrends, soweit das Auge reicht. Und ich als Frau kann da natürlich nicht widerstehen. Deshalb will ich auch gar nicht lange schnacken, sondern ich will mich jetzt hier mal umschauen. Back to Nature. Das ist in diesem Jahr ganz klar das Weihnachtsmotto. Es dreht sich alles um natürliche Materialien wie Holz, Wolle oder Moos. Oft werden die auch miteinander kombiniert. Mit einer Ausnahme, die Tendenz geht weg von den echten Nadelbäumen. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die echten Weihnachtsbäume ja fast im Sommer geschlagen werden. Und bei den Temperaturen, die wir dieses Jahr so hatten, im Spätsommer, kann man sich vorstellen, wie lange der die Nadel hält. Aber nicht nur in diesem Jahr. Also man macht es sich einfach auch ein bisschen bequemer. Die anderen sind leichter aufzustellen, leichter zu überwintern. Man kann sie auch geschmückt, zugedeckt in den Keller stellen und ein Jahr später wieder rausholen. Und das Allerwichtigste, die künstlichen Weihnachtsbäume könnte ich direkt hier auf der Infa aussuchen und mieten. Jetzt aber erstmal raus aus dem Winter Wonderland. Insgesamt gibt es hier nämlich 8 Hallen und rund 100.000 Quadratmeter zu erkunden. Ich muss also Gas geben und stürze mich zuerst in die Markthalle. Hier gibt es alles rund um die Themen Haushalt, Küche und Co. Mit Show-Einlagen sollen hier die neuesten Helferchen an den Mann oder eher an die Frau gebracht werden. Scheinbar nichts fehlt hier. Logo ist ja auch Deutschlands größte Verbrauchermesse. Und das Tolle an der Infa ist, anfassen und anprobieren ist hier ausdrücklich erwünscht. Also das ist ein Arbeitstag heute. Das ist hier das reinste Schlaraffenland. An jeder Ecke gibt es was zu probieren und zu essen. Aber ich finde, nach dem Marathon durch die Hallen habe ich mir das durchaus auch mal verdient. Das ist so lecker. Gut, dass ich mich kurz gestärkt habe, denn diese Tortenkunstwerke sind leider nicht zum Essen gedacht, sondern nur zum Angucken und Appetit holen, obwohl sie schon wirklich verlockend aussehen. Aber dann stecke ich meine Nase doch einfach hier rein. Tee in tausenden Sorten, riecht auch herrlich süß, ist aber viel figurfreundlicher. Übrigens können Sie auf der Infa nicht nur alles Mögliche kaufen, sondern auch noch mindestens genauso viel erleben. Wir haben ein ganz tolles Showprogramm. Viel Show, viel Infotainment. Es gibt einen Freundinnen-Tag. Da kommen zwei Freundinnen zum vergünstigten Eintrittspreis herein. Und da haben wir auch ein ganz tolles Programm mit Musik, mit Tanz, mit einem sehr interessanten Frauentalk auf der Bühne. Unbedingt anschauen. Dieser Freundinnen-Tag ist übrigens am Freitag. Da zahlen die Mädels dann nur 8,50 Euro anstatt 13,50 Euro. Und zu zweit macht doch das ganze Testen und Fachsimpeln auf der Messe noch viel mehr Spaß. Ja, schlendern, schlemmen und shoppen, so ein Tag auf der Infa, der ist doch ganz schön anstrengend. Aber Sie können hier zum Glück nicht nur gucken und kaufen, sondern Sie können sich auch noch von Fuß bis Kopf verwöhnen lassen. Das Ganze noch bis Sonntag, aber weil ich die ganze Woche noch arbeiten muss, lasse ich es mir heute Abend noch mal richtig gut gehen hier.